Chaos in Portugal. Eine Europameisterschaft in der Krise. Wir werfen einen Blick in die Katastrophenregion. Historische Erfolge. Das österreichische Team liefert unglaubliche Performances in Italien. Wir schauen hinter die Kulissen. Bei der Militärweltmeisterschaft gewinnt Österreich 2 Medaillen. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Vorbereitung. Die ZIP 2 mit Armin Wolf. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Anfang dieses Jahres fand die Europameisterschaft in Portugal statt. Dort gab es einige Unregelmäßigkeiten. Der folgende Bericht zeigt uns Näheres. Wir befinden uns hier live am Start der langen Distanz und konnten schon einige merkwürdige Dinge beobachten. So scheinen einige Läufer ihre eigenen Laufkarten mitgenommen zu haben. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die WM in Italien. Wir haben einige Interviews für Sie vorbereitet. Wie geht es Ihnen nach Ihrer tollen Leistung bei der WM? Nach dem Kartenwechsel, der ist besonders gut dann auch für mich verlaufen und habe dann noch ein paar Plätze gut machen können. Und letztendlich der 11. Platz mit nur knapp über 30 Sekunden Rückstand war dann doch gut. Also ich war dann sehr zufrieden mit dem Platz. Ich glaube, meine beste Leistung bisher gebracht, vor allem über die Langdistanz, wo es nach wie vor als Königsdisziplin gilt. Aus zeitlichen Gründen mussten die Interviews vor der Sendung aufgezeichnet werden. Erfolgreich wie nie war das österreichische Team auch bei der Militärweltmeisterschaft. Warum zeigt uns vielleicht ein Blick auf die Vorbereitung? Military World Orienteering Championship in Güssing. So, Burschen, wir machen da jetzt ein Training im relevanten Gelände, gell? Ja, aber Herr Trainer, sind Sie sich sicher, dass das Gelände so relevant ist? Ja, sicher, ich bin kein Trottel nicht. Also, auf los geht's los. 3, 2, 1, los! Hey, komm zurück! Also, es ist doch nicht so relevant, gell? Wir fahren woanders hin. So, Burschen, jetzt sind wir im richtigen Gelände, gell? Und jetzt durchdran, gell? 3, 2, 1, los! Vor dem folgenden Kurzmeldungsblock möchte ich mich gerne von den Zusehern von Dreisat verabschieden. Vielen Dank und bis morgen. Unwetterwarnung in Niederösterreich. Gesichtet wurden einige Orientierungsläufer auf der hohen Wand. Zum Schluss noch ein Sonderbericht aus Tschechien. Dort spielen sich merkwürdige Dinge ab. Hier in Olmütz findet gerade statt Studentenweltmeisterschaft. Wie Sie sehen konnten, verwandeln sich ganz normale Studenten in Orientierungsläufer ganz verrückt. Sie scheinen sich auf den Sprint im Zoo besonders zu freuen. Das war die ZIP. Der Elite-Kader bedankt sich bei seinen Zusehern und freut sich auf das nächste Jahr. Gute Nacht!